Cheerio, meine Lieben, mit Fenster. Willkommen zurück zu Fairy Fenster F Advent Dark Forcer. Ja, ihr seht richtig, wir haben im letzten Kampf, im letzten Abschnitt haben wir Äpfel bekommen. Kann ich auch mal gleich was Liederin machen. So, jetzt wollen wir aber erstmal Infos kaufen gehen. Welcome, valued customer. Today's special fear. Habe ich nicht. Habe ich nicht, wo soll ich das Geld herkriegen? Alter, ey, ist das dein Ernst? Zehntausend? Was soll ich jetzt vorhin 10.000 erkriegen? Okay, gut, hat sie gerade erledigt. Alter. Thank you for your patronage. Now then, about the Fury. Hey, since you're here, wanna buy these Dorfer brand but Ethel already has those. Aber Ethel hat die bereits. Well, there you go. Bye now. Hi. Okay, take care. Come back soon. Du kannst mich mal, Lola. Oh Gott, nur mehr? Ich hab nicht so viel Geld. Ehrlich. Wir haben sogar zwei davon, das ist ja schön und gut. Hier, bitteschön. Assassin Hoodie kann ich verkaufen. Ja, nimm. Brauche ich sowieso nicht. Deiner. Warum lächelst du nicht mehr? Ich meine, wenn du so da so still stehst und wie die normal verhältst, wirkst du eigentlich schon sehr süß. Ja, sie hat recht, komm, zeig uns dein Lächeln. Lächeln. Oh Mann, sie ist nervös. Äpfel ist es nicht gewohnt, dass man sie süß nennt. Sie wusste ja nicht mal, was Kekse sind, bevor ich sie gegeben habe. In was für einer Umgebung war sie, wurde sie denn aufgezogen? Ja. Äpfel ist eine Weise, aber ihre Fähigkeiten, ja, haben die Tiger Hall auf sie aufmerksam gemacht. Eine Elite-Trainingseinrichtung für Fenster. Das ist da, wo sie und ich uns getroffen haben. Tiger Hall? Jeden Tag wurden unzählige Kinder in der Tiger Hall einem intensiven Training ausgesetzt. Die, die nicht mithalten konnten, verschwanden einfach ohne irgendwelche Begründung. Ah, dieser Ort hört sich echt grausam an. Aber eines Tages brach ein Feuer aus und wir konnten dadurch entkommen. Ich verstehe. Eine Menge Sachen sind passiert, seitdem wir entkommen sind. Und als wir euch getroffen haben. Einmal haben wir in einem Kostümwettbewerb teilgenommen. Äpfel hat ein Hasenkostüm getragen. Wir haben auch einen Tanzwettbewerb gemacht und haben es auch irgendwie geschafft zu gewinnen. Was? Is good at popping and locking? Was? Und einmal haben wir an einem Fischcontest mitgemacht, aber irgendwie, naja, haben wir verloren und sind auf dem letzten Platz gelandet. Ich hab nicht erwartet, das zu hören. Das hörte sich echt nach Spaß an. Aber warum so viele Wettbewerbe? Ich wollte Äpfel etwas, eine Erfahrung bringen in etwas Aufregendem, was nichts mit Töten zu tun hat. Also habe ich sie einfach angemeldet. Ah, wie interessant. Aber wenn du wolltest, dass Neff Äpfel ein normales Leben führte, warum hast du dich nicht dazu gebracht, Dinge zu tun, die normale Mädchen auch tun? Ich meine, ich glaube nicht, dass Karin weiß, was es bedeutet, ein normales Mädchen zu sein. Recht hat sie. Ja, gib mir eine oberteure Info. Ja, geh weg.
Ja. So. Ich kann Geld gebrauchen. Können wir bitte Dings haben? Money. So. Money. Money. 10% weniger WP. Das ist mir jetzt gerade eigentlich egal. Zack. Den können wir ja ein bisschen entgegenwirken mit zweimal Schaden und WP. Danach nehmen wir noch mehr XP und zweimal Schaden. Meine Fähigkeiten möchte ich jetzt mal behalten, so. Und dann, ja komm. Egal. So. Hui Valley. Ah, sie tritt zu. Lass mich. Sorry. So. My turn. Hey. Let's do this. In der Luft. Hat was. Here we go. Keep going. Let's go, Ich habe eigentlich gedacht, ihre Hasenohren wären länger, wenn die ehrlich wären. My turn. Disappear. Here we go. Fire. Ready to go. So. Measurements complete. Nur mit Level 10. Ach, mein. Ja. Ich wollte sagen, großer Erfolg. Was hast du denn für Shooting Star? Executing Shooting Star. Come on. Let's do this. Okay. Slash. Bang. My turn. Disappear. Here we go. Eat this. Sword mode. Get ready. Oh Gott. Haben wir getrunken, Leute? Keep going. I'll show you what I got. Care to see my true power? That's Are you nothing. Joking around? I'm ready to go. Thing don't hurt. Yeah. One side. So interesting. Fire. Get ready! Bang! Let's go, eh? My turn. Yeah. Let's make this interesting. Get ready! Eat this! Come later. It's over! A winner is us, eh? Yep. Eps. Ep. So. My turn. Ah, Hailstone, das kennen wir doch irgendwo hier, ne? Executing. Hailstone. Get ready. I'm ready. Yeah, new data. Fire. Get ready. Oh, hört doch mal auf, die ganze Zeit alle zu verfehlen. Das ist ja grausam. Can keep going. Let's make this interesting. Care to see my true mind? Yeah. I'm ready. Just a bit new data. Fire. Let's go, eh? Eat this. So. Get ready. Getting fired off. Next. That was nothing. Yeah. I'm even stronger now. Ooh. Yep, jetzt weiter geht's. I'll do my best. Das ist in Ordnung, erstmal. Get ready. Bang. Stay I'm down. Ready. Und, wie gesagt, neue Fähigkeiten sind mir derzeit eigentlich egal. Für mich zählt derzeit die Statuswerte. I'll show you what I got. It's Here we go. Fire. Get ready. So. Die. A winner is us, eh? Winner is us, eh?
Da oben. Los, weiter geht's. Voilà. Da kommt her, ihr beiden. Here I come. I'll do my best. Get ready. Slash. So. My turn. So, perfekt. Drown. Getting fired up, eh? It's time to go. Eat this. Let's go, eh? What's going? It's over. My turn. Yes. Let's make this interesting. Fire. Get ready. Eat this. Die. That's a win for us. We are ready for ya! So, let's do this! My turn! Hm. Wollte nicht so ganz. Drown! Pion! New data! Eat this! Let's go, eh? Eat this! Just. I'll do my best. Yes. What are you Here doing? We go! Fire! Let's go, eh? I'm ready! Let's do this! Let's go, eh? Keep going! It's over! Fertig! That's a win for us! Yeah! So... Da mal ran hier! Let's do this, eh? I'll do my best! Executing shooting star. Let's go. Bam. Get ready. Executing flame of soul. My turn. Oh. New data. Buddha. Buddha, genau, Buddha. Baha! Now! Bam! Let's go, eh? Und jetzt noch du. Executing Soul Hunter. Take this! Und fertig! It's over! A winner is us, eh? A winner is us, eh? Oh, Raichin, willkommen. So. Erledigt. Ich geh dann mal, was hier gar nichts bringt. Return Ring. Dann holen wir erstmal alle. So. Und dann hier, oh Gott, in den Subterranean Tower. Da habe ich ja Bock drauf. Ah nein. Wir müssen noch die anderen da erstmal reinhauen. Die jetzt eine kleinere haben. Wie zum Beispiel hier. So. Wie immer das gleiche. Ich werde natürlich meine Dings wieder behalten. Meine Fähigkeiten. So. Ein Gefühl, meine Flügel kribbeln so. Does your package? Want me to scratch it for you? Ist das ein Rückenjucken? Ich kann vielleicht ihn kratzen für dich. It's not that, you idiot. I don't know how to explain it, but I sent a strong fencer nearby. Das ist das nicht, du Idiot. Ich kann, weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber ich spüre einen starken Fencer. Do you have fencer radar or something?
Because if so, you should have told me earlier. Hast du eine Art Fensterradar oder so? Wenn ja, dann solltest du mir jetzt mehr. Well, it doesn't matter who's coming for me. I'll recruit him to my team. Mir ist es egal, wer nach mir kommt. Ich werde sie einfach rekrutieren. Don't let your guard down. We don't know what to expect here. Lass deine Vorsicht nicht fallen. Wir wissen nie, was uns hier erwartet. My guard isn't down. It doesn't matter what comes at me. Arrows, bullets, lightning, old men. It's all good. Bring it on. Meine Deckung ist nicht unten. Egal, wer da kommt. Ob es nun Pfeile, Kugeln, Blitze oder alte Männer sind. Es ist alles in Ordnung. Bring, komm schon. Looks like they're already here. Oh, sieht aus, wenn sie bereits da sind. So Leute, da ihr wisst, wie lange dieser Subterrane Tower dauert, mache ich hier mal einen Schnitt. Wir kennen ihn ja schon bereits. Wenn irgendwas Besonderes passiert oder wir am Ende angekommen sind, hole ich euch wieder dazu. Daher würde ich sagen, bis gleich. Sind wir auch schon wieder. Da vorne ist ein Zeichen, ein Ausrufezeichen. Das heißt, da passiert gleich irgendwas. Deswegen habe ich gedacht, ich schalte wieder rein. Also, wir haben jetzt zwei Etagen hinter uns. Ja. Hat sich eigentlich wenig verändert. Cat. Hairball. The horror. The horror. Was? What's with these guys? Was ist mit den Kerlen los? I think they're former fencers. It looks like their furies were stolen. Sieht aus wie ehemalige Fencers, aber es sieht aus, wenn ihre Furies gestohlen wurden. Did someone already fight them? Hat jemand sie bereits bekämpft? Hey, don't get too excited. It's rude. Jetzt wird man nicht so aufgedreht hier. Das ist unhöflich. So. Und bis gleich wieder. So, und da sind wir auch schon wieder. Irgendwie spackt gerade die Decke hier. Ihr seht, da vorne ist das Ausrufezeichen. Das heißt, wir sind gleich beim Endgegner. Bin gespannt, wer es diesmal ist. Das letzte Mal war es ja Bernard, ne? Und jetzt gucken wir uns mal an, wer es diesmal ist. Speicher. Und go. Wuhu. What the heck? I can't move forward. Was zum Teufel? Ich kann mich nicht weiter bewegen. That's ridiculous. Oh my. There is some kind of invisible wall. Das ist doch Quatsch. Oh, da ist ja also was wie eine unsichtbare Mauer. Could this be some kind of trap? Let's try examining it. Könnte es eine Art Falle sein? Lass uns das mal genauer untersuchen. Man, this bites. Aaron, come here. I'm gonna bust through this invisible wall. Mann, das nervt. Aaron, komm her. Ich werde durch diese unsichtbare Wand durchbrechen. Huh? Isn't that a little extreme? Das ist nicht ein bisschen extrem. If you've got a better idea, then tell me. Wenn du eine bessere Idee hast, dann sag sie mir. Fair eyes. Fair eyes. Bam. Mooching Fencer I met earlier. Bist du nicht dieser schmarotzende Fenster, den ich vorher getroffen habe? Pippin, why are you here? Pippin, warum bist du hier? To reform the world. Um die Welt neu zu reformieren. Uncivilized fencers run rampant throughout this world. I'm on a pilgrimage to punish any unworthy fencers I encounter. Unzivilisierte Fencer ramponieren die ganze Welt. Ich bin dann auf einer Reise, um diese unwürdigen Fencer zu bestrafen. I was planning to place a seal on the fury within this tower so that no one could abuse its power. However, nun, ich war dabei, diese Fury zu versiegeln, damit sie niemand ihre Macht missbrauchen kann, aber I never expected someone like you would be capable of destroying Pippin's wall. Ich hätte nie erwartet, dass jemand wie du in der Lage sein würde, Pippins Wand zu durchbrechen. Are you also a fencer? Bist du auch ein Fencer? Tiara, wrong guy. That weird ass creature is the fencer. Tiara, falsche Person. Dieser seltsame, arschige Kreatur ist der Fenster. Oh my. I will stop calling you a mooch, my boy. I applaud your ability to see that I am, in fact, the Fencer. Ich werde aufhören, dich ein Schmarotzer zu nennen, mein Junge. Ich gratuliere dir zu der Fähigkeit, dass du gesehen hast, dass ich der Fenster bin. Impossible. Isn't that handsome gentleman the Fencer? Unmöglich. Ist dieser sehr bezaubernde junge Mann, Gentleman, nicht der Fencer? No. My name is Soji. I'm a fairy. This is Pippin. He's the Fencer. Nein. Mein Name ist Soji. Ich bin eine Fee. Das ist Pippin. Er ist der Fencer. What? What? Whoa! Seriously? Whoa, ernsthaft?
I see. It really does look like it should be the other way around, though. Ah, ich verstehe. Es sieht aber wirklich so aus, wenn es andersrum sein sollte. Appearances don't matter. It's what's inside that counts. You should really learn to be a better judge of character. Erscheinungen sind nicht das, was zählt, sondern das, was Inneres, das zählt. Du solltest wirklich lernen, besser zu urteilen, den Charakter zu urteilen. We could learn to judge people till we're blue in the face and we still wouldn't have been able to tell which was which. Wir könnten so viel lernen, Leute zu beurteilen, wie wir wollten, aber wir könnten trotzdem nicht weiter sagen, wer jetzt was ist. Really? Ethel noticed. Wirklich? Ethel hat bemerkt. Anyway, I saw through you and revealed your true identity. Now hand over the Fury. Nun, jedenfalls habe ich dich durchschaut und habe deine wahre Identität preisgegeben. Nun gib mir die Fury. Such a brazen young lad. I think I'm starting to like you. But I must decline. Ah, was für ein aufbrausender kleiner Kerl. Ich denke, ich fange an, dich zu mögen, aber ich muss ablehnen. Your skills are impressive, but you have much to learn. Why don't I test your fencer prowess? What say you? Deine Fähigkeiten sind beeindruckend, aber du musst noch viel lernen. Warum teste ich nicht einfach deine Fähigkeiten als Fencer? Was sagst du? Defeat me if you can. Soji, fair eye. Besieg mich, wenn du kannst. Do I seriously have to fight Pippin? Muss ich ernsthaft Pippin besiegen? Let's go! Hallo Pippin! Here we go! My turn. Naja, warum nicht? Ne, ist mal was Neues. Executor, Shooting Star. Bam! Let's do this! Executing Flame of Star! Tja, weiter geht's. So. Ich würde sagen, Alter. Drown! New data! So. Sollte das nicht stark gegen Pippin sein? Elektro? Zack, zack. Take this. Here we go. I'm ready. Wow. Was ist das? Komm her hier. Zack, 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 zack. Let's do this. Executing. Let's go, Aaron. Come here. You ready? Let's go! Tja, diese Schwerter haben echt viel ausgemacht, muss ich sagen. Executing. Hey, Stone. Get ready! Executing. Und tschüss. Everyone, I apologize. Sorry about that. A new power. Yeah. Looks like I got stronger. I'm feeling buff. An admirable victory. I have indeed lost. Ein bemerkenswerter Sieg. Ich habe tatsächlich verloren. I am glad I lived to see this day. Although your first impression was quite terrible. You're actually a very fine fellow indeed. Ich bin froh, dass ich es lebe, um diesen Tag mitzuerleben. Auch wenn dein erster Eindruck echt grausam war, bist du wirklich ein sehr besonderer Kerl. On that note, you may have the Fury that I've recovered from this place. Das hast du die Fury wohl gefunden, die hier. Thanks. How about you join my party while you're at it? Danke. Wie wär's, wenn du einfach uns beitrittst, wenn du willst? That's so. You need assistance from a veteran fencer such as myself. Yes? Ach so, also brauchst du Unterstützung von einem Veteranenfencer wie mir, huh? That's right, Pippin. I need your help. After all, the path I walk is the path of justice. Das stimmt, Pippin. Ich brauche deine Hilfe, denn immerhin den Weg, den ich hier wandle, ist der Weg der Gerechtigkeit. I see. Very well. For great justice,
The full extent of my power is at your disposal. Nun dann. Für die Gerechtigkeit soll die volle Kraft von mir deinem Ziel dienen. Hallo Pippin. Und Wind. Und Minari. So viel. Schön. Da. Halt Pippin. Das ist Pippin auch dabei. Das ist doch was Schönes. Geben wir Pippin gleich erstmal unsere S-Klasse-Vieh. Na? So, wo ist sie denn? Da. Aha. So. Genau. Nimm das Handtuch. Nein. Yeah, hier. So, Leute, ich würde mal sagen, ich beende die Folge dann für heute. Ja, das mit dem Aufteilen heute der Zahl der Folgen. Ich glaube, das erkläre ich entweder am Anfang des nächsten Paares oder im Vlog, der mal kommen soll. So ein richtiger Vlog. Also, dran denken, haut einfach mit eurer Fury voll auf den Like-Button. Vergesst das Abonnieren nicht und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao.